Freunde, was geht ab? Einen wunderschönen guten Tag auf meinem YouTube-Kanal. Heute ist es endlich soweit. Wir haben alle lange drauf gewartet. Wir sind endlich hier im Gym. Wir sind angekommen im UFC Gym Berlin. Da geht erstmal ein dicker Gruß raus, dass wir hier das Ganze drehen können, dass wir auch trainieren können. Ist ja nicht selbstverständlich. Wie sieht das Ganze heute aus, Freunde? Wir machen heute das allererste Boxtraining. Wir haben einen Trainer am Start, den stelle ich euch gleich mal in Ruhe vor. Ich würde sagen, ich zeige euch erstmal kurz ein bisschen das Studio, wo was ist, wie das Ganze hier aufgebaut ist, wie das aussieht, weil es ist jetzt nicht nur eine typische Kampfschule, sondern du kannst auch ganz normal Fitness machen alles. Also sehr, sehr geil. Und da gebe ich euch gleich mal einen kleinen Einblick, einen kleinen Rundlauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich mit dem Trainer und dann erklären wir alles weiter. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles. So Freunde, wir sind jetzt hier mit dem Emilio. Das wird unser Boxtrainer sein. Der macht uns fit, der macht uns ready. Er kann es gerne mal über dich erzählen, wie du... Genau, mein Name ist Emilio. Ich bin 23 Jahre alt, selber auch aktiver Sportler, aktiver Athlet und bin hier im UFC-Gym Box- und Athletiktrainer. Geil. Wir machen heute ein kleines Box-Workout. Ich gucke erstmal, wie fit der Medi ist. Wir machen ein paar koordinative Sachen. Hand-Augen-Koordination. Ich guck mal, wie gut seine Beinarbeit ist und sowas alles. Wie schnell, wie spritzig der ist. Und die habe ich zum Glück auch jahrelang trainiert, wie man sieht. Also ja, Box-Grundstellung, die ganzen Grundschläge und sowas alles. Da machen wir ein bisschen Pratzen. Dann gucken wir mal, wie viel Dampf der in seinen Händen hat. Und dann hauen wir uns noch ein bisschen am Sandsack aus und machen gegebenenfalls noch ein bisschen Bauch. Geil. Wir starten, wir machen ein bisschen Mobility zum Anfang. Okay. Wir werden einfach erstmal zwei Runden insgesamt. Also Joggen? Ja, genau. Du bleibst du stehen. Hüfte runter, Rücken gerade und du bleibst in den Knien drin, okay? Beide Füße zeigen nach vorne und versuch die Füße immer im gleichen Abstand zu halten. Blickrichtung nach da. Und jetzt läufst du so. Ah, okay. Ja? Und ja. Versuchst immer die gleiche Position zu halten. Okay? Genau. Und dann zurück wieder genau in eine Richtung, genau das gleiche. Und versuch beide Fußspitzen, zeigen nach vorne. Du gehst dicht hier runter. Ja? Ja. Läufst nach vorne, hältst den kurz und dann kleine Tippelschritte. Versuch die Beine so gestreckt zu lassen, wie es geht. Aha. Dass du wieder hier bist, hochkommst. Genau. Nach vorne, halten. Tippeln, tippeln, tippeln und wieder nach oben. Okay? Das nur einmal. Also wenn du hinten angekommen bist, kommst du wieder zurück. Also dass man fast im Liegestütz ist eigentlich, ne? Genau. Man hüpft noch ein bisschen weiter runter, genau. Genau, richtig clean nach vorne laufen. Zack, jawohl. Und dann kleine Tippelschritte. Dass du auch die Hüfte so ein bisschen mobilisierst. Den Rücken warm machst. So bis zum Anschlag zu tippen. Genau, genau, weiter. Yes, jetzt was klingt. Boah, kannst auch die Beine ein bisschen anwinkeln. Mal komm wieder zurück. Das ist schon. Ja, reicht doch jetzt schon. Beine sind rechtwinklig. Aha. Und Oberkörper ist gerade, okay? Ja. Das heißt nicht so, wie wir uns aus der Schule kennen, sondern wirklich so Knie. Kurz vor. Genau, genau. Schienbein und Knie sind so in einer Ebene mit dem Boden. Aha. Und jetzt linker Arm, rechtes Bein. Rechter Arm, linkes Bein. Das heißt, du gehst über Kreuz. Eins, zwei. Eins. Zwei. Genau, zack. Zack, bisschen langsamer. Genau. Eins, zwei. Eins, zwei, genau. Zack, zack, jawohl, besser. Ach, komm, wollte ich durcheinander. Immer über Kreuz. Da fängt diese Koordination schon an. Ja, ne? Das gleiche, vorwärts. Und hier auch wieder, ne? Über Kreuz. Eins, zwei. Eins, zwei. Dann genau das gleiche wieder zurück. Rechts. Mit den Armen schieben, mit den Füßen ziehen. Ja, siehst du, jetzt hast du mehr Speed. Und rückwärts mit den Armen ziehen und mit den Füßen schieben. Verrückt. Rechter Bein, linker Arm. Genau. Rechtes Bein, linker Arm. Yes. Besser. Komm, du hast noch drei Blocks. Du komm. Eine Runde und dann locker zurücklaufen. Genau. Schultern zurückziehen, dass du das, genau, dass du das öffnest. Zack, genau. Bisschen ranzen. Oh, jawohl. Beim Amateurboxen ist das Problem, dass du halt am gleichen Tag gewogen wirst. Achso, du musst am selben Tag auch kämpfen. Ja, du musst 10 Minuten vorher gewogen. Bei MMA oder so, bei UFC oder so ist ja die machen zwei Wochen vorher oder ein paar Tage vorher. Ein Tag vorher, 24 Stunden. Ja, 24 Stunden und dann ballern die 7 Kilometer hoch. Ist ja alles Wasser. Du rehydrierst ja. Die Sauna 6 Jahre, Badewanne, dann Joggen mit den Anzügen und so. Ja. Also Freunde, wir sind jetzt beim Warm-up und ich sag mal so, ich könnte jetzt dreimal gegen eine Bratze schlagen und dann nach Hause gehen.
stellst dich so ready. Mhm. Ich lasse den fallen und du fängst immer mit einer Hand. Welche Hand? Ja. Okay. Mit einer Hand. So, genau. Ja. Ja. Jetzt laufen wir dabei. Hopp. Ja. Hopp. Yes. Rückwärts. Hopp. Hopp. Okay, jetzt warten. Genau, links mit links fahren. Und den hier fahren. Okay? Manchmal kommen auch beide. Easy. Sehr gut. Hopp. Sehr schön. Distanz halten. Hopp. Jawohl. Stopp. Okay. Guck mal, erstmal so. Boxstellung. Ja. Machen wir das erstmal hier und dann gehen wir für Pratzentraining in den Oktagon rein, okay? Ein Bein ist auf der linken Seite, okay. Ein Bein ist auf der rechten Seite, genau. Ein bisschen weiter als schulterbreit, dass du so bequem stehst, okay? Und vorne zeigt immer so, wenn du eine Uhr vor dir hast, immer so auf 1, der andere ist in der gleichen Linie. Das heißt, okay. Ferse und Fußspitze sind in einer Linie. So ein bisschen, okay, super. Genau, genau. Jetzt gehst du ein bisschen in die Knie rein und jetzt, dadurch, dass wir boxen, ganze Schlagkraft, alles kommt aus dem Bein raus, ja? Die ganze Bewegung, wenn du vorgehst, wenn du zurückgehst, ja. Bam, bam, hier rüber, bam, hier rüber. So, das kommt alles aus dem Bein raus. Ja. Bedeutet, du brauchst Druck auf dem hinteren Bein. Mhm. Okay, das heißt, mach mal deine Ferse ein bisschen hoch. Genau, nur auf dem hinteren. Im vorderen stabil, auf dem hinteren locker. Jetzt die Arme kommen nach vorne, wie als würde dir jemand, ich gebe dir so einen schweren Rucksack, und du ziehst den so auf. Ja, okay, check ich. Ja, okay. Rechtes hinten, Ellbogen an deinem Körper. Und hier ist wie wenn du telefonieren willst. Okay. Ja? Also die, und die droppst du auch nicht, genau. Genau, das ist deine Schlagkraft, die ist immer ready. Okay. Ja? Und die linke lässt du ganz easy vorne. Okay. Immer lockere Schulter, aha, tiefer Blick und das ist deine Boxstellung. Mehr ist es schon gar nicht. Also gleich nur rumdrücken und. Denk an die Linie. Genau, schön stabil. Ein Bein auf der einen Seite, anderes Bein auf der anderen Seite. Okay. Und dann ist noch ein bisschen weiter raus. Ja. Und jetzt versuchst du immer den gleichen Abstand zwischen deinen Beinen zu halten, weil das ist deine, okay, das ist deine Boxposition. Sobald ich hier komme, so weit auseinander, ja? Stehe ich nicht mehr. Ja, ja. Okay. Sobald ich hier komme, ja, stehe ich ja nicht mehr stabil. Ja, ja, klar. Und kann keine Kraft mehr aufbauen. Ja, das heißt, egal ob ich vor, zurück, zur Seite, nach da, ich drehe hier, ich drehe da, rum, ich gehe hier rüber, rum, ich gehe wieder da, dann nach vorne, zack, zur Seite. Meine Beine haben immer den gleichen Abstand. Ja. Weil ich gehe nach hier, ich bin ready to fight, ja? Ja. Ich gehe nach hier, bap, 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 du stehst, bumm, okay, dann drückst du von hier rein. Check it. Okay? Aha. Okay, das ist Step Nummer 1. So, nochmal 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Zack, 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 zack. Bleib in deiner Boxposition. Ja. Und jetzt zurück genau das gleiche. Zack, Boxposition. Bleib. Und wenn ich nach links gehen will, linker Fuß zuerst, nach rechts, rechter Fuß zuerst, okay? Also man zieht eigentlich immer den nach, der als, also genau, wenn man nach rechts geht, erst der rechte, dann der linke, richtig, und dann danach. Nochmal, so verkürzen. Ja, okay. Lass ihn hier. Nicht bügeln, ja? Zack, zack. Ja, wurde zu eng. Merkst du? Ja, der hintere, checke. Das hintere Bein. Gerade wenn du nach links gehst, geht dein hinteres Bein extrem hier rein. Ja. Lass den hier. Boom. Ja. Gleicher Abstand. Guck mal deine Arme rein, Boxposition. Reicht ein bisschen weiter in die Knie, genau. Druck auf dem hinteren Bein. Ja. Und jetzt, wenn du schlägst, ganz wichtig, Ellbogen ist drin. Weil es ist ja eine Gerade, okay? Ja. Das heißt, du willst auf einer geraden Linie rausgehen. Wenn aha, du im Auto irgendwo hinfährst, dann ist der schnellste Weg immer in die Gerade. Ja. Logischerweise. Sobald ich hier komme, sieht mein Gegner das auch. Ja. Guck mal. Ja? Von hier? Du siehst, dass das kommt. Ja. Aber von hier? Da ist direkt da. Ja, weniger. Weil ich will ja genau, ich will ja das treffen, was vor mir ist. Ja, genau. Deswegen lässt du den Ellbogen drin. Mhm. Und sobald du hier bist, ungefähr, drehst du die Hand rein. Genau. Und jetzt ziehst du den in der gleichen Linie auch wieder zurück. Boom. Dass direkt wieder da ist. Genau. Schön locker. Ja. Weil klar, du kannst schnell rausschlagen, aber wenn ich den hier stehen lasse, bin ich trotzdem offen. Ja. Aber wenn ich schnell rausschlage und im gleichen Tempo wieder reinziehe, so zum Beispiel, bop, weißt du, bop, bop, dann kommt er direkt wieder zurück. Ja, check ich. Raus, rein, raus, rein, raus, rein. Genau. Jetzt drehen wir die Hüfte ein bisschen rein. Zack, jawohl. Sehr gut. Ellbogen drin lassen. Ja. Bop, yes. Bop, yes. Bop, ist das Hüfte? Boom, genau. Weil dann wirst du noch länger. Ja, okay. Also, dass ich theoretisch das als Verlängerung nehme. Genau. Dass du auch mehr Energie hast. Ja. Boom, ne? Boom.
Dreh mal die Hüfte auf, wenn du den Jab hast. Ja, okay. Wo? Guck mal hier. Ja. Immer hier eine Linie. Ja, okay. Weil ich mache automatisch, ich schlag dann schief. Ja. Also ich stehe dann so. Und ich genau. Versuch nach vorne zu schlagen. Weißt du? Klar. Weil du schlägst automatisch schief, weil ja, diese Hüfte. Drehung rein. Ja, genau. Eins, zwei. Eins. Genau. Eins, zwei. Ellbogen rein. Eins. Aha. Besser. Jetzt mehr die Hüfte rein. Top. Ja. Genau. Dann brauchst du gar nicht den Ellbogen. Ja. Sind die auch genauso beim MMA? Weil aber vom Boden her? Vom Boden ähnlicher. Der ist schon groß für so einen Trainingsoktagon. Ja. Aber die sind auf jeden Fall. Was ich krass finde, die Dinger sind gottlos fest. Das ist richtig wie ein. Alter. Wenn du hier MMA machst und ich knall dir einen dagegen. So, dann gibt's. Es gibt einen Easy Rap und es gibt einen, sag ich jetzt mal, ein bisschen fortgeschritten. Mhm. Ich zeig dir jetzt mal. Also Easy wäre einfach nur fünfmal ums Handgelenk, fünfmal um die Knöchel. Okay. Das ist einfach machen ein bisschen schwierig. Genau. Machen wir aber heute nicht. Ich zeig dir jetzt gleich den. Fortgeschrittene, genau. Eins, zwei, drei hier. Daumen, du wickelst immer von oben. Mhm. Okay. Dass du hier stabil bist, hier zurück. Jetzt kommst du hier vor. Durch die Finger durch. Ich weiß mal mit den Finger. Genau. Zack. Hier zurück. Alles gerade lassen. Vorne. Das ist gut, dass du aufnimmst, dann kann ich es mir nachher 10 Mal angucken und hab's auswendig. Hier, hier. Okay. Zack. Ist zu eng? Ne, das ist ganz gut. Zack. Okay, wieder hier rüber. Hat man einen Vorteil im Boxen, wenn man große Hände hat oder eher kleine? Oder ist das scheißegal? Scheißegal, kleine. Eigentlich. Aber große Hände ist eigentlich schon gut. Mhm. Weißt du? Ich hab kleine. Deswegen. Geht. Genau. Dann kommst du hier vorne, mach mal eine Faust. Aha. Aufmachen. Eins. Zwei. Drei. Machst du hinten schön sauber. Und oben. Hast du mal vor, irgendwie so einen Kampf zu machen oder so? Ich war mal angesetzt. Kennst du diese Great Fight Night? Ja, ja. Da hat, kennst du Mickey und Trimax? Ja, ja. Die hatten diesen ersten Dings da gemacht. Ja. Und bei der zweiten Fight Night hat man mich so mäßig, ich sag mal, für eingeladen. Aha. Aber das Problem war, ich hatte Wasserschäden zu Hause. Ah. 4 Stück in 2 Monaten oder so. Shit. Und dann konnte ich mich halt nicht vorbereiten. Ja. Aber an sich. Wenn das ein geiles Event ist und das ist cool gemacht, safe, bestimmt geil. Dann hätte ich auch Bock, das zu machen. 100%. Gegen Danny wäre geil. Gegen Danny würde ich mich sehen. Immer schön locker bewegen und auch das Wichtigste, immer nicht auf der Stelle stehen bleiben. Sondern wenn wir auch nicht schlagen, immer versuchen, auch die Schritte mit einzubauen. Seitlich gehen. Ja? Und ganz locker, ganz langsam. Kein Tempo, keine Kraft, sondern wirklich nur technisch. Und wenn du haust, versuch immer auf den Punkt zu hauen. Jawohl. Und kann richtig reinzukommen. Okay? Genau, hopp, Jeff. Ja, Jeff. Und eins noch. Ja, eins. Achso, hopp, das war's. Jetzt versuch mal nicht nach links zu gehen. Ja. Aber wenn wir jetzt boxen würden und du gehst die ganze Zeit nach da. Dann kannst du einfach reinklagen, ja. Genau. Okay. Wenn du aber hier gehst, was soll passieren? Habe ich den Jab, habe ich den Haken. Weißt du? Ja. Versuch entweder frontal zu bleiben oder aus der Schlaghand rauszugehen. Okay, ja. Okay, Jab. Ohne Schwung nehmen. Okay. Hier stehen lassen, ja? Hier stehen lassen und einfach nur rausschieben und wieder rein. Jab, Jab, Jab. 1, 2. Das ist geistkrank. Die ersten 2 Runden waren okay, aber dieses Hin- und Herlaufen, boah. Alles zusammen macht das. Weil dann irgendwann noch die Schulter, also vom Schlagen her die Kraft. Dann die Luft, dann die Beine. Digga. Ich stell dir vor, du hast noch jemanden, der wieder. Stell mir auch die Fresse auf. Vorbei nach 10 Sekunden. Anboxen. Drin bleiben. 1, 2. Hopp. Jawohl. Zurück. Zurück. Oh. Okay. Jab. Jawohl. Hand oben lassen. Hand oben lassen. Jab. Jawohl. Hopp. Ja, sehr schön. Jawohl. Distanz. Jab. 1, 2. Drin. Ziehen. Jawohl, sehr schön. Gut. Oh. Jawohl. Und komm, Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch. 10 Sekunden. Jab. 1, 2. Und auf. Und direkt Jab. Und weiter boxen, komm, weiter boxen. Ausatmen, ausatmen. Länger machen. Treffen. Und komm. 1, 2. 1, 2, komm. Nochmal.
Komm, nochmal. Eins, zwei. Bleib spritzig, bleib spritzig. Komm. Und noch einen letzten. Komm, schnell. Yes. Sehr gut, sehr gut. Wie ein Häufchen Elend. Digga. Danke. Sehr, sehr gut. Oh. Was ist dein Fazit? Geist. Das Aufwärmen war ja schon anstrengend. Aber du merkst halt auch, weißt du, wenn du sicherer wirst mit den Basics, wenn du weißt, was wir machen, ja, so dass mehr Bewegung reinkommt, du kannst mehr flowen, es kommt alles schon flüssiger. Die letzten kamen sehr flüssig. Ja. War jetzt halt einfach nur konditionell bedingt, dass du ja, ist halt irgendwann schnell, krass, dass du zum Schluss ein bisschen weniger Dampf hattest, aber ja, sehr gut. Ne? Servus. Aber sehr gut. Und rein. Komm. Eins. Komm. Zwei. Drei. Jetzt zwei Runden. Eins. Komm. Zwei. Wie ist das Spiel noch gut? Völkerball. Ja, genau. Man schmeißt mich ab, keine Gnade. Yes. Und komm. Jawohl, explosiv. Bam. Genau. Genau. Spannung halten auf dem Bauch. Hoch. Jawohl. Haben mehr Energie. Hopp. Jawohl. Und die ganze Rotation. Hopp. Sehr schön. Was ist dein Fazit für heute? Fazit sehr gut. Wie gesagt, war gutes Training, viel, viel Basics gemacht, viel fundamentale Sachen. Ja, viel Technik, gerade Schläge, aber er macht sich gut. Fürs erste Mal wirklich sehr, sehr gut. Gute Schritte, gute Lockerheit, gutes Verständnis. Danke, danke. Und wenn wir die Rechte wirklich optimieren, dann bist du, dann knallt die auf jeden Fall schön rein. Geil. Wirklich gut Job. Ich danke dir. Danke dir. Gerne, gerne. Es war sehr anstrengend. Ich mache gleich noch mal ein kleines Fazit, wenn ich ein bisschen geschnauft habe. Machen wir gleich noch mal in Ruhe. Okay, Freunde, das war das Training. Wir sind jetzt fertig, wir sind durch. Es war sehr, sehr anstrengend. Wir haben jetzt eben noch ein bisschen gequatscht, eine gute halbe Stunde, deswegen hab ich auch wieder Luft. Wir haben jetzt heute erstmal, was heißt nur, wir haben jetzt erstmal Boxen gemacht. Ich denke mal, wir bleiben auch erstmal beim Boxen. Weil wenn ich jetzt morgen ins BJJ gehe, übermorgen ins Kickboxen, dann werde ich gar nichts mehr hinbekommen. Ich glaube, mein Plan ist jetzt, ich habe ja eh gesagt, ich will es so ein bisschen spontan machen, einfach Kampfsport. Ich glaube, ich mache es jetzt so, dass wir erstmal beim Boxen bleiben. Dass wir sagen, erstmal die Grundlagen lernen, dass ich richtig stehe, dass ich eine gewisse Ausdauer habe, dass ich die Schläge auch treffe. Und einfach so ein bisschen dieses Grundgerüst aufbauen mit Boxen. Und mir aber trotzdem, wir können uns gerne mal in zwei Wochen einfach mal einen BJJ-Kurs angucken. Ja, nehme ich euch mit, ist auch lustig für euch, wenn mich da irgendeiner auf den Boden schmeißt und mir die Luft abdrückt. Ist zwar kacke für mich, aber ist geil für euch. Und so wird es laufen. Mein Plan ist, dass wir 3 Videos die Woche droppen von sowas. Also jetzt auch zum Beispiel nur normales Fitness, jetzt nicht immer nur Kampfsport, sondern ich gehe morgen früh auch trainieren, nehme ich euch vielleicht sogar schon mit. Machen einfach ganz normales Fitnesstraining. Das ist das Ziel. Ich gucke mir natürlich selber das Video nachher an. Ja, und ihr könnt sehr, sehr gerne, das ist immer wirklich wichtig, in die Kommentare schreiben, was fandet ihr gut, was fandet ihr kacke, welche Aufnahmen waren gut, welche Aufnahmen waren schlecht, weil das hilft mir, die Videos besser zu machen. Ich selber gucke es mir an, aber ich habe immer irgendwie nochmal, oder ihr habt zu Hause nochmal einen anderen Blick als ich, weil ich auch vielleicht andere Sachen achte als ihr, weil ihr guckt zu Hause am Essen, okay, geil, cooles Video, aber das könnte besser sein, das könnte besser sein. Deswegen sowas immer sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, damit ich das checke. Und ansonsten würde ich sagen, lasst gerne ein Like da. Gib mir gutes Feedback im Sinne von, ne, gute Kritik, was ich besser machen kann. Und dann hoffe ich, dass ich euch hier auf eine geile kleine Journey mitnehmen kann. In dem Sinne, passt auf euch auf, baut keine Scheiße, macht Sport und wir sehen uns.